Ein Hallo und willkommen zurück. Wir machen die zweite Desmond-Mission, würde ich sagen. Die erste verlief nicht so gut, vielleicht verläuft die zweite ja besser. So, Teil 2, Training. Gut. So, und jetzt habe ich direkt wieder gestartet. Das habt ihr auch beim letzten Mal nicht gesehen. Irgendwie übernimmt er das nicht. Ich weiß nicht, was da immer schief läuft, aber egal. So, und hier geht es anscheinend direkt weiter. Sequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Jo. Gut. Ja, mit Q und E. Also ich habe mir jetzt gesagt, wenn das kommt, drücke ich E, um zu den... Ja, wenn das kommt, drücke ich Q und... Ach, Mann, ey. Wenn das kommt, drücke ich E, um zu... Mann, nee. Genau, wenn das kommt, drücke ich Q, damit das andere kommt. Und da drücke ich wieder E, damit das kommt. Genau. Gut, einfach gar nicht so schwer zu merken. Denke ich mal. So. Die Morgenglocke. Gott, habe ich die gehasst. Sie läutete 5 Tage die Woche kurz vor Dämmerung. Wir Kinder mussten noch vor den Vögeln aufstehen. Los, Desmond, steh auf, nicht trödeln. Frühsport, jeden Tag. Dann schnell am Bach waschen. Und Haferflocken und Apfelsaft zum Frühstück. Lecker. Nein, na, runtergefallen. Nochmal. So, jetzt ich bin sicher 1 Million Meilen marschiert, bevor ich 10 war. Aber es war nett. Ich mochte es draußen in den Bergen. Die Stille, die frische Luft, den tiefen, dunklen Wald. Das Knirschen der Stiefel auf dem Kies. Sieht man Rapid City von hier? Nein, nein. Das ist viel weiter östlich. So, das haben wir jetzt mal glimpflich geschafft. Gut. Die Fragmente wieder. Gut. Mal gucken, wie wir da vorbeikommen. Anscheinend nur, wenn wir eine Treppe nach oben nehmen. Gucken wir doch mal. Oh, ich muss noch echt lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Ist immer noch für mich total schwer. Wo muss ich hin? Hilfe. Ach, wieder nach unten. Gut. Glaube ich doch. Ich gehe erstmal nach hier. Und guck mal, wo ich jetzt entlang muss. Wie weiter nach unten. Oh Gott, ja, ich glaube ja. Ja. Kommt mir das hier näher oder bilde ich mir das nur ein? Gott. Wo will ich denn jetzt da runterkommen? So. Komm schon. Ah. Geschafft, gut. Super. Was? Achso, hier geht das nicht. Okay. Bin anscheinend in einer toten Zone hier. Ja. Da, ich glaube, ich bin gestorben. Gut. Alles klar. Jo, wie mache ich das denn jetzt? Ach so, okay, gut. Um so den Aufprall was zu dämmen. Ja. Mann, jetzt stecke ich hier aber fest. So, geht doch. Jo. Hier, glaube ich, reicht das so. Ah, ich höre da wieder so... Ach, verdammt. Ach so, wow. Ich lebe. Gut. Hätte jetzt nicht gedacht. Ja. Achso, da somit kann man das ja entfernen, genau. Gut. Muss aber wieder nach oben. Komm schon. Komm schon. Menno. Ach, verdammt. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, hä? Ah, aber wieder hier. Ich komme damit noch nicht ganz klar. Eigentlich noch gar nicht. Komm schon. Was soll denn das? Ja, ich bin wieder gelöscht worden. Super. Also mal ein bisschen weiter nach oben. So, jetzt aber. Komm schon. Mann. Ich glaube, das wird ja noch schwerer nur in den nächsten Teilen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Gut. So. Okay, hier geht's wieder ab nach oben.
worum es in diesem Krieg geht? Wofür wir kämpfen? Die haben mir nie viel erzählt. Gerade genug. Und immer verschleiert, geheimnisumwoben. Zu meinem Schutz, sagten sie. Also blieben wir versteckt, draußen in den Black Hills. Hätte irgendjemand entdeckt, wer wir waren oder was wir taten, so hätte das fatale Folgen gehabt. Sie sind überall, Desmond. Haben überall ihre Finger drin. Politik, Krieg, Finanzen, Hightech, Landwirtschaft. Die Menschheit schläft und während sie träumt, baut Abstergo einen Albtraum. Abstergo. Zum ersten Mal, als ich diesen Namen las, war es auf einer Packung Ibuprofen. Mom lachte, als ich sie danach fragte. Es gibt keinen drin, sagte sie. Wir müssen unsere Schlachten wählen. Es gibt so viele davon. Sie sagte, in jedem amerikanischen Haushalt gäbe es zu jeder Zeit mindestens 3 Dutzend Produkte von Abstergo. Nein! Oh, verdammt. Der Versuch, sie auszusortieren und wegzuwerfen, wäre ein Vollzeitjob. Wie funktioniert das denn jetzt hier? So komisch. In der Zone bin ich ja geschützt, aber in der geht das ja wieder weg. Heißt, ich muss höher kommen, oder? Nee, da habe ich jetzt wieder keinen Machtbereich. Nee, hier auch nicht. Ach, verdammt! Oh, wie kommt man denn hier durch? Ich muss auf die Seite da drüben. Nee, hier bin ich jetzt schon wieder falsch. Nochmal. Ich muss auch lernen, da muss ich Q drücken, um da hinzukommen. Da muss ich E drücken. Okay, gut. Meine Fresse, kann ja nicht so schwer sein. Och, verdammt. Oh, gibt's nicht, wie ich hier faile. Ich krieg das nicht hin. Ich hasse solche Rätsel. Ich hasse sie einfach. Hier kann ich jetzt wieder nichts machen. Hier bin ich jetzt wieder im Einflussbereich von dieser Sache. Das weiß ich ja. Gut. Heißt, hier oben ist es dann auch wieder weg. Und hier ja auch. Achso, es transportiert mich dahin, oder wie? Bewegt sich nach vorne. Verfällt das hier nicht aber dann auch? Ach, da ist doch noch so eine Sache, wo man hinkommt. Ja, auch verdammt nochmal. Ne, also ich weiß beim besten Willen nicht, wie man das schaffen soll. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gucke ich mir erstmal eine Lösung an. Und dann melde ich mich zurück. Weil ich will den ganzen Part nicht damit verschwenden müssen. Ja, hier, so weit, so hoch komme ich ja. Super. Bringt mir nur leider alles nichts. Jetzt da. Super. Ne. Ich beende die Aufnahme hier. Ja, jetzt bin ich auch gestorben. Super. Egal. Wir sehen uns. Hä, wo bin ich jetzt? Ach, hier muss ich ja hoch. Nee, bin ich jetzt auf der anderen Seite gelandet, oder? Hm? Achso, jetzt hat er mich nach hier verfrachtet. Okay. Komisch. Schaffe ich das denn jetzt hier? Oh, ah, nein, komm bitte nicht. Ja, geil, ich bin wieder hier. Cool, durch den Tod bin ich hier gespawnt. Ah, das ist ja das geil. Das ist es also. Abstergo, die globale Verschwörung. Die Finger überall drin. Regierungen, Firmen, Universitäten. Bei Mom und Dad klang es so bedrohlich. Aber es fühlte sich nicht bedrohlich an. Ein Feind braucht ein Gesicht, aber ich sah nur eine Packung Schmerzmittel. Was ist da denn nur? Diese Teile sind hier, ja. Wow, Hilfe. Okay, krass. Muss ich nach da unten oder nach hier oben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gott. Ja. Achso, hier kann ich jetzt auch wieder entlang. Nee, da geht's ja wiederum nicht. Wollen die mich an der Decke zerquetschen lassen, oder? Ah, das geht da ja weg. Och, gibt's doch nicht. Nee, da geht das, funktioniert das ja wieder nicht. Ja. Ja, ich sterbe. Ja, ich sterbe, ich bin tot. Geil. Und dann muss ich einfach nur nach da unten.
Nein, das funktioniert beim besten Willen nicht. Also. Aber ich glaube, ich muss nach da unten, eindeutig. Aber, ja, hier kann ich, bin ich an diesem Einflussbereich, aber wir wollen nämlich dann nach da unten verfrachten. Nee, das funktioniert nicht. Egal, hier cut ich jetzt einfach und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das herausgefunden habe. Gut, ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, wie man das macht. Wenn ich es denn hinbekommen sollte. Wow, okay, ich wäre jetzt fast gelöscht worden. Ich nenne das halt immer so gelöscht. Aber dazu fahren wir erstmal hier ein Stück weit noch nach oben. Und schaffen das hier noch irgendwie. Ja. So, genau. Und jetzt versuchen wir mal hier runter zu springen. Denn, ha, wir können hier wieder was machen. Und ja, bequem sind wir hier. Genau. Gut, und hier hoch geht's ja jetzt wieder. Das fährt uns ja auch bequem wieder nach oben. Ah, was rutscht das denn hier weg? Nein! Oh! Gibt's doch nicht. Mann, ey. Nee, du sollst mich nicht hier in dieses gelöschte Dingens fahren. Das will ich jetzt aber nicht. So, jetzt aber. Gut. Geschafft. So. Mir gruselte es eher vor dem Training. Schweiß, Tränen und hier und da eine blutige Nase. Fokus, Desmond. Fokus. Wie weit wollten Sie mich wohl treiben? Stärke, Tempo, Beweglichkeit. Keine Ausreden. Ich hielt es nicht aus. Wozu das alles? Jahr für Jahr dachte ich, irgendeine riesige Katastrophe stünde kurz bevor. Ich wusste nicht, was zu erwarten war. Nein. Wow, puh. Wow. Nein. Ah, verdammt. Ja. Nein. Gut, das scheint mir jetzt nicht so schwer zu werden, wenn wir es schaffen sollten. Ah, sind da schon viele Sachen hier. Nein. Puh, Hilfe. Gott. Nein. Verdammt. Ah. Bin ich jetzt wieder komplett oben? Ich weiß es nicht. Ich kann das ja löschen, genau. Eines Tages wirst du verstehen. Du wirst sehen. All die Mühen, sie werden sich lohnen. Versprochen. Nein, wenn ach, sie verdammt. Ehrlicher gewesen wären, mir mehr Sachen und Orte gezeigt hätten, nein. Vielleicht hätte dann alles mehr Sinn ergeben. Ich muss koordinierter vorgehen. So. Mann, ey, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, entweder bin ich einfach nur der größte Fail, den es gibt. Ja, bin ich anscheinend. Oder sonst weiß ich auch nicht weiter. Nein! Oh, Mann, ey. Gibt's doch wirklich nicht. So, jetzt bin ich hier. Gut. Ich scheitere immer da dran. So, jetzt bin ich hier unten. Nein! Ach, kacke. Oh. Ja. Okay, so kann ich es auch versuchen mal. Nee, komm, das schaffe ich jetzt aber. So, und jetzt hier wieder. Nein! Ah, fast geschafft, verdammt. Komm schon. So, jetzt aber. Gut. Hier entlang? Denke doch, oder? Gut. Geschafft. Oh, so. So, geschafft. Puh. Zweite Reise geschafft. Drei stehen uns noch bevor. Und ja, ich habe keinen Sound mehr, sehe ich gerade. Höre ich gerade, aber egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.